eine schlechte Nachricht nach der anderen, meine verehrten Zuhörer und Zuhörerinnen. Es zweifelt mittlerweile keiner mehr daran, was der Feind ist auf unser Hammond, beziehungsweise auf das, was hinter seinen Mauern verborgen liegt, was er genau darauf abgesehen hat. Nur mit allen Mitteln sich bis hierhin durchzukämpfen versucht. Was ihm auch teilweise gelingt. Unsere Einheiten, unsere Streitkräfte verzeichnen weiterhin schwere Verluste an der westlichen Front. Auch wenn es mir nicht gestattet ist, darüber zu berichten. Genauso wie es mir nicht gestattet ist, über den Serienmörder zu berichten, der unsere Stadt seit Jahren immer noch terrorisiert. Denn es ist ja alles gut. Es ist alles unter Kontrolle. Der Geheimdienst hat alles unter Kontrolle. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Werte Zuhörer und Zuhörer. Die haben seit ein paar Minuten geschlossen. Sie sehen nicht so gut aus, Kamerad. Gar nicht gut. Dubois? Sind Sie von hier? Ob Sie von hier sind, aus Hammond? Ja. Ja, ich bin von hier. Schon mein ganzes Leben bin ich hier. Sind Sie sonst nirgendwo anders gewesen? Nicht mal im Süden zum Beispiel? Nein. Nein, nur in Hammond. Oh, ja. Verzeihen Sie meine Neugier. Als Fernfahrer führt man Gespräche überwiegend mit sich selbst oder mit dem Radio. Und Sie? Sind Sie von hier? Um Gottes Willen. Bitte entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise. Sehen Sie, ich bin Fernfahrer. Mein Zuhause ist praktisch mein Laster. Und jetzt machen Sie halt hier, in Hammond. Exakt. Ich bin selten hier. Ich hätte schon vor 3 Tagen die Stadt wieder verlassen müssen, aber Sie wissen ja. Ich weiß ja. Na, die Brückenschäden. Die Brückenschäden. Sie haben sich anscheinend ordentlich von der Welt abgeschottet, nicht wahr? Könnte man so sagen. Was machen Sie denn? Was machen Sie denn beruflich, wenn ich fragen darf? Touristenführer. Schmuggler. Krimineller. Stalker. Und das geben Sie
Einfach so einem Fremden gegenüber zu. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Geheimnis bei Ihnen sicher verwahrt bleibt. Oh, ja. Ich habe absolut kein Interesse daran, Sie der Polizei oder dem Geheimdienst auszuliefern, falls Sie das meinen. Im Gegenteil. Ich bewundere solche Männer wie Sie. Verzeihen Sie, aber wie ist das da draußen so? Wie? Ich bin ja viel unterwegs und selten hier in Hameln. Aber ich bekomme schon das eine oder andere mit. Es gibt ja die Gerüchte von diesem Raum, wo angeblich die Wünsche in Erfüllung gehen sollen. Sie führen doch Menschen, Touristen, Sie führen sie doch dahin, oder? Sind Sie an der Natur interessiert? Jagen Sie sich lieber eine Kugel in den Kopf, als daraus zu gehen. Außerdem führe ich nicht mehr. Keinesfalls besteht meinerseits Interesse an der Natur. Ich glaube, dafür muss man in einer Verfassung sein, die... Aber dennoch taten Sie das. Was man für Geld nicht alles tut. Sie erfüllten also den Menschen ihre Wünsche. Wenn man den Geschichten drumherum so glaubt, dann bin ich wohl ein ganz Heiliger. Ja, etwa nicht? Die Seelen der anderen ins Verderben treiben. Wenn das einen Heiligen ausmacht, dann ist der Teufel mir was schuldig. Ist ziemlich deprimierend. Wieso macht man das dann? Was meinen Sie? Na, dahingehen, sich den ganzen Gefahren entgegenstellen, wenn man, wie Sie sagten... Urteilen Sie doch selber. Wie beschissen muss es einem gehen, um sich für sowas zu entscheiden? Was muss alles schiefgelaufen sein, um alles zurückzulassen? Um alles zu opfern? Was war? Was ist? Dieser Raum. Je mehr Seelen ihn betreten, desto mehr Unglück bringt es mit sich. Außerhalb der Zone. Hier. Überall auf der Welt. Und dann führt man die Nächsten rein. Und dann wieder die Nächsten. Immer wieder, aufs Neue, ins Verderben. Was man für Geld nicht alles tut. Das sollte alles nicht passieren. Meine Ex-Frau, sie und ich, wir wollten damals unbedingt viele Kinder in die Welt setzen, nur konnte sie leider nicht schwanger werden. Wir waren 20, so um den Dreh, als dieses Ding herabkam. Oder was auch immer es war. Wir haben uns viel gestritten. War immer seltener zu Hause, musste viel fahren. Sie war ständig alleine. Ich habe es gehasst. Ich habe mich gehasst. Ich hätte für sie da sein sollen. Aber ich war es nicht. Es ging einfach nicht. Das Geld reichte schon so kaum aus. Sie war weg. Sie hat es nicht mehr ausgehalten. Ich kann es ihr nicht verübeln. Sie hat sich so sehr Kinder gewünscht. Und ich konnte ja nicht mal mich selbst bieten. 8 Jahre später traf ich sie zufällig an der Hamender Brücke wieder. Ihr Bauch rund wie ein Fußball. Ach, herrlicher Anblick. Ich konnte es nicht fassen.
Ich ging auf sie zu und fragte, wie das passieren konnte. Ich meine, laut den Ärzten war sie völlig unfruchtbar gewesen. Sie ahnen es sicher, oder? Nicht alle Seelen, die Sie oder die anderen Stalker da rausführen, nicht alle stürzen ins Verderben. Nicht alle verschwinden spurlos.
Waren Sie glücklich darüber? Was meinen Sie? Dubois, Sie haben doch bestimmt was von den Morden mitbekommen, hier in Hammond. Schreckliche Sache. Ganz schrecklich. Ich dachte, Sie hätten in letzter Zeit unter dem Stein gelebt. Das sieht man einer an. Ob es Zufall ist, dass jedes der Opfer mit einem Stalker in Verbindung steht? Na, da wissen Sie anscheinend mehr als ich. Ist das so? Was ist mit Ihnen? Haben Sie eine Frau? Verheiratet? Freundin? Kinder? Ah, Ihre Tochter. Nein, nein. Sie haben sich nicht für Ihre Ex-Frau gefreut. Ihr Glück hat sie kaputt gemacht. Es hat sie vernichtet. Es hat ihre Seele vergiftet. All das Glück, nachdem sie beide sich so sehr gesehnt hatten, teilte sie nun mit einem anderen, nicht mit ihnen. Sie fahren weiterhin ihren Laster durch das Ödland und finden nichts, woran sie sich erfreuen können. Gleichzeitig hat sie alles, was sie sich gewünscht hat. Nur sie sind kein Teil davon. Sie werden es nie sein. Nie. Dreckstalker, denken sie sich. Tod ein Stalker. Sie sind für mein Unglück verantwortlich, denken sie sich. Wie Sie selber sagen. Das Ganze sollte nicht passieren. Nur Gott darf allmächtig sein. Ihr habt kein Recht dazu. Nun, zumindest darin sind wir uns einig. Aber warum Sie? Was haben Sie getan? Was hat Sie getan oder die anderen Kinder? Ich dachte, Sie wären ebenfalls im Haus. Ich habe Sie da drinnen gesehen. Das beantwortet nicht meine Frage. Vielleicht sollten Sie das nicht hier tun.
vielleicht. Ugh!